Damit übergebe ich an Professor Arolt, den ich noch gar nicht so lange kenne, im Gegensatz zu vielen anderen Referenten, der mich aber mit seiner Darstellung des Zusammenhangs von Rheuma und Psyche am letzten Rheumatologenkongress, wo er auch in Zusammenarbeit mit Professor Gaubitz auftrat, zutiefst beeindruckt hat. Und ich glaube, wir haben hier einen Aspekt, der gefühlsmäßig schon lange eine große Rolle spielt, den wir aber wissensmäßig noch nicht ausreichend durchdringen. Ich glaube, wir kriegen einen hochspannenden, neuen und erkenntnisreichen Vortrag. Herr Professor Arolt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, am Samstag Nachmittag zu referieren. Und ich freue mich auf Ihren Beitrag und darf jetzt schon sagen, hoffentlich auch auf weitere Zusammenarbeit. Ja. Jetzt müsste es funktionieren. Die Übertragung funktioniert, Sie sind gut zu sehen und zu hören. Sehr schön, wunderbar. Ja, zunächst Ihnen, Herr Dr. Welker und Herrn Dr. Popp, herzlichen Dank für die nette Einladung zu diesem Symposium. Auch Herrn Professor Gaubitz, der das offensichtlich vermittelt hat. Ich finde es auch mutig, das kann ich mal so sagen, dass Sie mich als Psychiater, also Nicht-Rheumatologen, eingeladen haben, der es als seine Aufgabe empfindet, die psychiatrische Komorbidität aus seiner Sicht und seiner Perspektive zu sehen, die möglicherweise eine andere oder sogar ganz andere Sicht als die des Rheumatologen ist. Aber das macht es vielleicht gerade spannend. Also, ich werde versuchen, aus meiner Sicht eine Ordnung und Systematik in viele psychiatrische Phänomene reinzubringen, die sich um die rheumatoide Arthritis drehen, werde versuchen, meine Sicht der Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenen und proinflammatorischer Aktivität darzustellen und werde dann am Ende auf die Therapie eingehen. Ich werde mich dabei ganz auf rheumatoide Arthritis und Depression konzentrieren und diese Zusammenhänge mal als Paradigma nehmen für natürlich auch andere Zusammenhänge, die es gibt, wie zum Beispiel Zusammenhänge zu Angsterkrankungen. Die sind aber wesentlich komplizierter. So, das sind meine möglichen Interessenkonflikte. Gehen wir mal mitten rein. Zunächst werde ich einleiten, Ihnen den Versuch einer ganz kleinen Syst oder ganz übersichtlichen Systematik zu geben. Dann werde ich sprechen über das sogenannte Sickness Behavior, das Krankheitsverhalten. Das ist eigentlich ein Syndrom und ein Begriff, der aus der tierexperimentellen neurowissenschaftlichen Forschung kommt, der aber mit vielen korreliert, was wir als Menschen erleben können. Ich werde dann über Depression reden, über Prävalenz von Depressionen bei rheumatoider Arthritis und auf etiologische Aspekte eingehen, auf Inflammation und Depression und zuletzt zu Behandlungsstrategien Stellung nehmen. Das ist ein kurzer Überblick über die vielen komorbiden Erkrankungen, mit denen Sie es bei der rheumatoiden Arthritis zu tun haben. Herr Professor Gaubitz hat das ja extensiv dargestellt und ich muss wirklich sagen, auch als ich diesen Vortrag gehört habe, habe ich gedacht, da wird man ja fast erschlagen von der Komorbidität als Rheumatologe. Und dann kommt auch noch die Depression dazu. Und das ist eine zusätzliche Komorbidität, die nicht ohne ist und die hier in diesem Bereich psychischer Erkrankungen zu finden ist. Da gibt es einen ganz interessanten Link zur Fatigue, der, glaube ich, noch einiger Forschung bedarf und der noch nicht geklärt ist. So, wie häufig sind psychische Erkrankungen bei rheumatoider Arthritis beziehungsweise psychische Syndrome? Bei der Depression können wir davon ausgehen, dass etwa 25% aller Menschen mit rheumatoider Arthritis von Depressionen betroffen sind, 9 davon schwer, also von schwerer Depression. Bei Angsterkrankungen sind es viel mehr, 31% alle möglichen Ängste, 23% haben echte Angsterkrankungen, wobei mir nicht klar geworden ist in der Literatur, um welche spezifischen Angsterkrankungen es sich eigentlich handelt. 70% der Patienten sind von Fatigue betroffen. Das ist ein breites Spektrum, was auch immer hier Fatigue bedeutet. 90% von Schmerzen, davon sind 55% mild, 33% moderat, 11% schwer. Und sehr viele Patienten haben soziale und psychologische Probleme. Da sage ich Ihnen nichts Neues. Aber wenn man das mit Stressskalen misst, sieht man, dass etwa 18% von einem ausgeprägten Stresserleben betroffen sind. 10%
sogar sehr schwer. Wenn man das so sieht, kann man sich fragen, jetzt gucke ich mal als von außen drauf, als Psychiater, kann man sich so fragen, naja, mein Gott, da hat ja jeder was. Das ist ja ein nahezu unentwirrbares Netz von psychischen Beschwerden, aber auch psychischen Erkrankungen und sonst was allem. Jeder ist irgendwie betroffen. Wie kriege ich da irgendeine Form von Ordnung rein? Und ich finde, es ist wichtig, so eine Ordnung sich zu erarbeiten. Und ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag und ich bin gespannt, ob Sie den teilen können oder ob Sie mir später in der Diskussion sagen, dass Sie es ganz anders sehen, was ja auch interessant wäre. Also, wenn es um Fatigue und Schmerz beziehungsweise gesteigerte Schmerzempfindlichkeit geht, dann haben wir es hier eigentlich mit Phänomenen zu tun, die sich in ganz typischer Weise in dem, wie gesagt, aus der tierexperimentellen Forschung kommenden Sickness-Syndrom oder beim Menschen im Krankheitsverhalten wiederfinden. So ein Krankheitsverhalten, das haben Sie zum Beispiel zu Beginn einer schweren Infektion, wenn Sie eine Grippe haben. Oder jetzt zum Beispiel nach der zweiten Covid-Impfung, falls Sie es schon selber mal erlebt haben, berichten Patienten genau das. Das können Sie auch experimentell provozieren, indem Sie LPS bei Patienten, also nicht pathogenes LPS bei Patienten injizieren. Gut, also Fatigue und Schmerz, würde ich sagen, sind Sickness-Syndrom, Krankheitsverhalten. Das ist die Kategorie. Psychosoziale Probleme und Stress, das sind Befindlichkeitsstörungen. Das sind keine Erkrankungen an sich, sondern Befindlichkeitsstörungen und Risikofaktoren. Das ist wichtig. Risikofaktoren für psychische Erkrankungen im eigentlichen Sinne und Depression und Angst, die ja in sehr hohem Maße komorbide sind, sind psychische Erkrankungen. Fangen wir mal an mit dem Sickness Behavior und dem Krankheitsverhalten. 20 Jahre Forschung haben im Tiermodell zeigen können, dass das Sickness Behavior eine eigene Erlebniseinheit darstellt, die biologisch fundiert ist. Es gibt einen verminderten parasympathischen Tonus, eine Hochregulierung der HPA-Achse, also sozusagen so eine Art Dauerstress, dabei reduzierter Appetit, veränderte Thermoregulation, Menschen frieren, Abflachung von Tag- und Nachtrhythmus, am Tag müde, nachts nicht richtig schlafen, verminderte soziale und körperliche Aktivität, Beeinträchtigung von Lern- und Merkfähigkeit, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, gedrückte Stimmung und ausgeprägte Erschöpfung und Fatigue. Das lässt sich, wie gesagt, alles im Tiermodell zeigen, aber genau das kommt auch beim Menschen vor, ist nur viel weniger bekannt. Und es wird viel weniger darüber geredet, aber es kann Menschen sehr belasten, insbesondere wenn die Betreffenden unter chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden. Nun, im engen Zusammenhang mit dem Sickness-Syndrom und seiner Ausgestaltung steht der entsprechende neurobiologische Hintergrund, nämlich eine Mikroglia-Aktivierung, die über eigentlich zwei verschiedene Achsen zustande kommen kann. Zum einen, wie hier gezeigt, durch periphere Einflüsse, nämlich Autoimmunerkrankungen, Krebs und alles das, was eine proinflammatorische Reaktion macht. Die systemische Inflammation führt dann dazu, dass inflammatorische Mediatoren, wie zum Beispiel Zytokine, freigesetzt werden, die in das Gehirn transportiert werden, noch verschiedene andere Effekte haben, aber auch ins Gehirn transportiert werden und zu einer Mikroglia-Aktivierung führen. Mikroglia-Aktivierung kann natürlich auch durch anderes zustande kommen, wie zum Beispiel durch Schlaganfälle und durch Hirntraumata. Auf diese Weise, oder wenn Sie so wollen, der Endpunkt dieser Entwicklung im engen Zusammenhang mit der weiter bestehenden Mikroglia-Aktivierung ist das Sickness-Syndrom. Eben dieses Syndrom, was sich zusammensetzt aus starker Erschöpfbarkeit, kognitivem Einbußen, verschiedenen anderen biologischen Phänomenen, aber auch gedrückter Stimmung und Krankheitsgefühl. Psychopathologisch, für den, der interessiert ist, ist das für Psychiater alter Schule nichts Unbekanntes gewesen. Es handelt sich hier um das sogenannte pseudoneurasthenische Syndrom nach Huber. So, kommen wir zur zweiten Gruppe, nämlich den psychosozialen Risikofaktoren. Das sind die empirisch gesicherten psychosozialen Risikofaktoren für Depressionen. Die kennen Sie auch. Der erste Kasten betrifft weiter zurückliegende Risikofaktoren wie Verlust eines Elternteils, mangelhafte Fürsorge, Verwahrlosung, Alkoholismus, Persönlichkeitsstörung der Eltern. Also Risikofaktoren, deren Wirkung eigentlich lebenslang anhält. Und der zweite Kasten betrifft aktuelle Risikofaktoren, Überlastung durch Familie, familiäre Konflikte, Überlastung im Beruf, Arbeitslosigkeit, fehlende vertrauensvolle Beziehung
und körperliche Erkrankung. Wenn Sie an einer chronischen Erkrankung leiden, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis, aber auch an einer anderen chronischen Erkrankung, dann kann man davon ausgehen, dass diese Erkrankung selbst einen psychosozialen Belastungsfaktor darstellt, aber auch, dass alles das, was im Zusammenhang mit dieser Erkrankung sich in Beziehungen, im Beruf und in der Familie abspielt, zusätzlich Risikofaktoren bedingt. Also die körperliche Erkrankung per se ist ein Risikofaktor, aber sie lädt auch die anderen Faktoren auf und schafft so eine, wenn Sie so wollen, psychosoziale Risikozone. Jetzt drittens zu den Erkrankungen selbst. Schauen wir uns mal die Prävalenz von Depressionen bei der rheumatoiden Arthritis an. Herr Gaubitz hat da vorhin ja schon Stellung genommen und er hat gesagt, die Prävalenz ist ungefähr bei 15%. Völlig richtig. Sie ist genau genommen, und diese Meta-Analyse von Matcham in Rheumatology zeigt das sehr gut, sie ist bei 17%. Und zwar im Hinblick auf die schwere Depression, auf die Major Depression, also eine abgegrenzte Krankheitseinheit, die in etwa der mittelschweren bis schweren depressiven Episode nach ICD-10 und ICD-11 entspricht. Also 17% haben eine schwere Depression. Wenn man nach DSM-3, wenn gesichert durch ein entsprechendes standardisiertes Interview, wenn Sie so ein Interview nicht machen, sondern stattdessen Symptomchecklisten verwenden, dann bekommen Sie keine Aussage über die Depression als Krankheitseinheit, sondern eine Aussage über die Dimension der Depressivität. Und da kommen wir zu sehr viel höheren Zahlen, nämlich bis zu 39%. Diese Situation lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Etwa 35-40% der Patienten, und das ist der äußere Ring hier, dieser, etwa 35-40% der Patienten haben Beschwerden, leiden unter Depressivität, sind also niedergestimmt, lustlos, schwunglos, haben depressionstypische Gedanken, wie zum Beispiel, was soll mein Leben noch, was soll aus mir werden, wo soll ich hin und so weiter. Aber um die Kriterien einer Depression zu erfüllen, bedarf es mehr. Und die Kriterien einer Depression werden von 15-20% erfüllt. Das ist also der rote Bereich. 15-20% der Patienten mit rheumatoide Arthritis haben eine schwere Depression, aber sehr viel mehr haben depressionstypische Beschwerden. Die Prävalenz, wenn Sie da drauf schauen, die ist etwa 2,5-fach so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. In der Allgemeinbevölkerung haben 8% der Menschen eine schwere Depression und so etwa 15% irgendeine Form von Depression. Also 2,5-fach so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Warum ist das so? Eine wichtige Rolle hierbei spielt sowohl die Inflammation wie auch der psychosoziale Load, der im Zusammenhang mit einer chronisch-körperlichen Erkrankung entsteht. Wenn man sich die Faktoren der Depressionsentstehung anguckt, dann ist gesichert, dass psychosoziale Faktoren und biologische Faktoren in der Depressionsentstehung eng zusammenwirken. Bei den biologischen Faktoren scheint die proinflammatorische Aktivität neben genetischen Faktoren und neben einer Reihe von Faktoren, die wir nicht genau kennen, und über die geforscht wird, eine wichtige Rolle zu spielen. In den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass die Hochregulation proinflammatorischer Funktionen im Körper, insbesondere die Ausschüttung von Zytokinen, zur Depressionsentstehung beiträgt. Zumindest bei einem Teil der Patienten mit Depression. Nicht bei allen, aber vermutlich bei etwa 30-40%. Welche Mechanismen spielen nun eine Rolle? Sehen wir uns die Depression mal für sich an, jetzt völlig unabhängig von rheumatoider Arthritis. Dann gibt es seit bestimmt etwa 20 Jahren gibt es eine Theorie, die, gibt es hier eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Makrophagen des Blutes eine besondere Rolle spielen, indem sie in einen proentzündlichen Zustand versetzt werden.
Dies geschieht durch schweren Lebensstress. Entweder durch einen Lebensstress, der früh gebahnt wurde und dann immer wieder aktualisiert wird, oder durch einen schweren gegenwärtigen Lebensstress. Der führt nämlich dazu, dass im Hypothalamus CRH ausgeschüttet wird. Und diese CRH-Ausschüttung im Hypothalamus macht zweierlei. Auf der einen Seite wirkt sie über die sympathischen Verbindungen auf die Makrophagen und führt diese in einen proinflammatorischen Zustand. Auf der anderen Seite bringt sie aber über die Hochregulation der HPA-Achse die Gegenregulation in Gang. Es wird vermehrt ACTH produziert, es wird Cortisol ausgeschüttet und so entsteht ein Gleichgewicht, was dann aber bei zu starken Stressoren auf die Seite der proinflammatorischen Aktivität kippt. Die Makrophagen produzieren dann proinflammatorische Zytokine, Chemokine, Adhäsionsmoleküle und Akutphaseproteine, die dann wiederum in den Thalamus gehen, NF-kappa-B aktivieren und dann dazu führen, dass neurotrophische Faktoren vermindert ausgeschüttet werden, Monoamine, der Monoaminumsatz runterreguliert wird und die Exitotoxizität hochreguliert wird, schlimmer wird. Das ist das Modell, das man sich vorstellt, seit ungefähr 20 Jahren immer mal wieder bearbeitet, für den Zusammenhang zwischen Inflammation und Depression. Wenn man etwas genauer hinguckt, sieht man, dass es vermutlich drei Routen gibt. Sie sehen hier in der Mitte den proinflammatorisch aktiven Monozyten, der über verschiedene Mechanismen in seinen proinflammatorischen Zustand kommt. Wir haben das sehr schön zeigen können. Frau Alfering, also Frau Professor Alfering, eine Mitarbeiterin von mir, hat das in einer faszinierenden Tierstudie, aber auch im Humanexperiment zeigen können. Sie sehen hier diesen Monozyten und der schüttet aus IL-1B und IL-18 zum Beispiel. Und nun macht sich dieser Entzündungszustand, wenn Sie so wollen, über drei Wege, nämlich über eine humorale Route, über eine neurale Route und über eine zelluläre Route auf, um ins Gehirn zu langen. Und dort mit der stressaktivierten Mikroglia zu kommunizieren. Ich will nicht alle drei Wege beschreiben, sondern nur die humorale Route, weil die in unserem Kontext die interessanteste ist. Es ist seit Jahren gesichert und in den letzten 10 Jahren eigentlich von zwei großen Meta-Analysen immer wieder gezeigt, dass bei einem großen Teil von Patienten mit Depression im Blut die Konzentration von Interleukin 6 und TNF-Alpha erhöht ist. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Wir wissen nicht ganz genau, was das eigentlich bedeutet, aber dieser Befund ist immer wieder reproduziert worden und in Meta-Analysen bestätigt. Was macht das wahrscheinlich? Was ist das Resultat dieses proinflammatorischen Zustands? Man kann das Resultat abschätzen und es gibt eben wiederum im tierexperimentellen Modell, im Tiermodell, wie auch im Menschen entsprechende Hinweise darauf, beziehungsweise ja, Sachverhalte, die zeigen, dass diese Überlegungen richtig sind. Wenn IL-6 in zu hoher Konzentration oder TNF-Alpha oder Interferon-Gamma, dazu später noch ein Wort, ins Gehirn gelangen, dann wird die Indolamin-Dioxygenase aktiviert. Die Indolamin-Dioxygenase ist das Enzym, das in der Verstoffwechselung von Tryptophan eine entscheidende Rolle spielt. Aus Tryptophan wird Serotonin hergestellt und die Aufrechterhaltung eines bestimmten Serotoninspiegels ist entscheidend oder spielt eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung einer emotionalen Homöostase. Wenn Sie nun die Indolaminoxidase in ihrer Aktivität steigern und proinflammatorische Zytokine tun das, dann wird weniger Serotonin hergestellt. Dieser Metabolisierungsweg funktioniert nicht mehr richtig, sondern mehr Kynurenin
bis hin zu Quinolin. Und diese beiden Situationen sind depressogen und entsprechend problematisch. Pardon. Sie sehen hier ein Slide, was Sie schon kennen, nämlich was so in etwa ein Teil dessen wiedergibt, was an der Serotonintransmission notwendig ist, um die Menschen in einem nicht depressiven Zustand zu halten. Es muss ausreichend Serotonin da sein, was dann hier über den, hier aus den Vesikeln, über den synaptischen Spalt in die Postsynapse dringt, um dort eine Signalübertragung zu machen. Die meisten Antidepressiva wirken unter anderem dadurch, dass sie hier die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt etwas steigern. Wichtig ist aber weniger die Konzentration im Spalt als vielmehr der Umsatz. Wenn aber zu wenig Serotonin da ist, dann funktioniert dieser Umsatz nicht und dann ist es tatsächlich so, dass bestimmte Menschen depressiv werden. Wir wissen das aus Versuchen mit der Tryptophan-Depletion in der Ernährung. Wenn Sie das machen, und da gibt es eine ganze Reihe Versuche, die sind schon 20 Jahre alt, wenn Sie das machen, dann werden ein Teil der Menschen, die Sie diesen Versuchen aussetzen, depressiv. Und das sind vermutlich Menschen, die ein genetisch bedingtes Risiko für Depression haben. Also fahren Sie den Serotoninumsatz runter, werden Menschen depressiv. Ein anderes wichtiges Beispiel ist die Interferon-Gamma-Behandlung bei Hepatitis C, an die Sie sich sicher noch erinnern, wird ja heute nicht mehr gemacht. Aber es war früher so, dass man davon ausgehen musste, dass etwa ein Drittel aller Menschen mit Hepatitis C, die mit Interferon-Gamma behandelt wurden, depressiv wurden. Das führte dazu, dass es Empfehlungen gab der Hepatologen, Menschen, bei denen bereits im Leben mal eine depressive Episode vorgelegen hat, prophylaktisch mit einem Antidepressivum zu behandeln, bevor eine Interferon-Gamma-Behandlung der Hepatitis C angefangen wurde. Eine sinnvolle Empfehlung. Ich selber habe Menschen erlebt, die unter der Hepatitis C-Behandlung mit Interferon-Gamma schwer depressiv geworden sind. Also die Verminderung des zerebralen Serotonin-Turnovers durch proinflammatorische Aktion, also durch die Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen, ist ein wesentlicher Baustein der Depressionsentstehung. Was die Quinolinsäure macht, die übrigens auch bei diesem veränderten Stoffwechselweg produziert wird, das wissen wir nicht genau. Quinolinsäure ist toxisch und meine persönliche Vermutung ist, dass sie zu kognitiven Leistungseinschränkungen beiträgt, aber das ist nicht gut erforscht. So, also bei der Depressionsentstehung, bei der rheumatoiden Arthritis scheinen also zwei Faktoren eine Rolle zu spielen und zu erklären, warum die Depression bei der rheumatoiden Arthritis so viel häufiger ist als in der Allgemeinbevölkerung. Zum einen werden die psychosozialen Risikofaktoren, die akuten psychosozialen Risikofaktoren, förmlich aufgeladen. Und zum anderen spielt die proinflammatorische Aktivität selbst eine wichtige Rolle. Wenn man sich hier den Zusammenhang von Sickness, Behavior und Depression nochmal anschaut, aus dieser schönen Arbeit von Danzer, dann zeigt sich noch etwas genauer, wie die Zusammenhänge sind. Es gibt hier eine systemische Infektion, die zur Ausschüttung von Zytokinen führt, die wiederum ins Gehirn, hoppla, die wiederum ins Gehirn eindringen und die dann bestimmte Veränderungen in der neuronalen Funktion verursachen, die dazu führen, dass ein Individuum ein Sickness-Syndrom entwickelt. Gut und schön. Aber bei einigen, und das ist ein wichtiger Punkt, bei einigen, nämlich bei denen, die Risikofaktoren für psychische Erkrankungen haben, sei es, dass diese psychosozial sind, sei es, dass die genetisch sind, bei denen entsteht dann eine manifeste Depression. So ungefähr kann man sich die Zusammenhänge vorstellen. Warum sollten Sie, kleiner Exkurs, warum sollten Sie als Rheumatologe auf Depressionen achten? Weil komorbide Depressionen, und das ist recht gut gezeigt, in der Rheumatologie recht gut gezeigt, einen sehr ungünstigen Verlauf der rheumatoiden Arthritis bewirken. Schlechteres Funktionsniveau, schlechtere Therapieantwort, erhöhte Krankheitsaktivität, schlechtere Adhärenz zu Medikamenten, mehr Schmerzen bzw. stärkere Schmerzempfinden. Selbst die Mortalität ist erhöht
um das 1,2 bis 4-fache, was ich erstaunlich fand. Wenn man mal in eine Studie reinschaut, hier in die Nord-DiMaggio-Studie, da sehen Sie, dass Menschen, die nicht von Depressionen betroffen sind, das sind die hellgrauen Felder, sowohl wenn Sie den EQ5D nehmen, wie den SF36, also zwei Übersichtsinstrumente, die eigentlich mehr über Lebensqualität als über Depressionen aussagen. Aber dann sind diejenigen, die eine gute Leben oder bessere Lebensqualität haben und nicht depressiv und ängstlich sind, das sind die hellgrauen, im Vergleich zu denen, die eher depressiv sind, das sind die dunkelgrauen, auf längere Sicht, nach 6 Monaten Behandlung, im Hinblick auf eine Reihe von Erhebungsinstrumenten zur körperlichen Funktion deutlich schlechter dran als diejenigen, die weniger depressiv sind. Solche Ergebnisse zeigen sich eigentlich immer wieder. So, was können Sie selbst tun, wenn eine Depression vorhanden ist bei einem Menschen mit rheumatoider Arthritis? Das Erste ist, das klingt banal vielleicht in Ihren Augen, Sie machen ja nichts anderes, rheumatoide Arthritis behandeln. Aber wir haben vorhin schon beim Vortrag von Herrn Gaubitz gesehen, dass Sie auch, wenn Sie die Inflammation erwischen, dass Sie dann auch für viele komorbide Erkrankungen etwas Gutes tun. Und so ist es auch für die Depression. Einen möglichen physiologischen Zusammenhang zwischen Entzündung und psychologischen Störungen haben Luati und Berenbaum 2015 rausgearbeitet in Arthritis Research. Die haben Fatigue, Pain und psychologische Störungen sozusagen so geclustert und haben dann gesagt, dass die proinflammatorische Aktivität sozusagen der biologische Untergrund aller dieser Störungen ist und haben das recht, für mein Empfinden recht klar rausgearbeitet. Ich würde es mal etwas anders formulieren, etwa so, dass die Fatigue, die Depressivität und der Schmerz, die ja eher eng miteinander verwoben sind, vielleicht noch enger, dazu komme ich gleich, dass die sozusagen getragen werden von der proinflammatorischen Aktivität. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen und bei den Arbeiten von Danzer zum Sickness-Syndrom sind, dann finden Sie hier im Prinzip genau das Gleiche herausgearbeitet aus dem Tiermodell, was sich aber auch bei Menschen findet. Ich gehe nochmal zurück. Hier ist das, was aus der Rheumatologie kommt, dieses Cluster von Depressivität, Fatigue und Schmerz auf der einen Seite. Und hier ist das, was aus der Neurobiologie und der Psychiatrie und der neurobiologischen experimentellen Forschung kommt, nämlich das Sickness-Syndrom. Und Sie sehen auch hier auf der linken Seite Ermüdbarkeit, Erschöpfbarkeit, Kognitionsdefizit, Fatigue, oben gedrückte Stimmung, Lustlosigkeit, Schwunglosigkeit, Depression und rechts gesteigerte Schmerz. Empfindlichkeit. Das wird durch die proinflammatorische Aktivität getragen. Und nun ergibt sich hieraus für mein Empfinden ein recht gutes Modell, das zeigt, dass die proinflammatorische Aktivität ein Sickness-Syndrom macht. Und Teil dieses Sickness-Syndroms ist die Fatigue. Und Teil des Sickness-Syndroms ist auch die erhöhte Schmerzempfindlichkeit, natürlich nicht der Schmerz selber, die erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Und dieses Sickness-Syndrom wiederum führt dazu oder trägt zumindest einen Teil der Depressivität bei der Patienten. Also man könnte sagen, das Sickness-Syndrom schiebt die Patienten in die Depression. Therapeutisch ist das so wichtig, weil sie ja die rheumatoide Arthritis behandeln, indem sie eine antiinflammatorische Therapie installieren, wie auch immer sie das machen. Also mit DMARDs, mit Biologicals, wie auch immer. Sie löschen die proinflammatorische Aktivität aus und rauben dem Sickness-Syndrom damit seine Grundlage. Und sie rauben damit eben auch zumindest einem Teil der Depression ihre Grundlage. Und das wird, was ich hier jetzt erzähle, sicherlich auch mit Ihrer Erfahrung korrelieren. Man könnte sagen, schön und gut, je besser Sie antiinflammatorisch behandeln, desto eher sind sie auch die Komorbidität der Depression los. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn es ist wohl so, dass ein Teil der depressiven Komorbidität noch bleibt. Ein Teil verschwindet
durch die antiinflammatorische Behandlung. Ein Teil bleibt aber auch bestehen und viele Studien zeigen das. Wenn Sie hier sich die Ergebnisse der Mobility-Studie angucken, von Wiebeke Strand aus in 2016 veröffentlicht, dann sehen Sie Folgendes. Das ist der SF36 als Spinne dargestellt. Und dann ist es wichtig zu sehen, dass die Normkontrollen, also die gesunden Bürger, die mit dem SF36 untersucht worden sind, die werden repräsentiert durch die äußere lilane, durch diese äußere lilane Spinne. Die braune innen drin gibt wieder, was rheumatoide Patienten erleben, die mit Methotrexat behandelt werden. Und dann kommen die Studienergebnisse. Die blauen sind die Methotrexat plus Placebo. Die dann so grünlichen sind die plus statt Placebo Sarilumab 150 Milligramm und dann Sarilumab 200 Milligramm. Und Sie sehen, diese ganze Gruppe entwickelt sich immer weiter nach außen. Sie nähert sich dem Normalkollektiv an. Dabei ist interessant, dass das auf den verschiedenen Dimensionen unterschiedlich erfolgt. Mental Health oben links ganz gut. Bei emotionaler Regulation links nicht so gut, bei sozialer Funktion geht so, bei Vitalität sehr gut sogar. Also gegen zum Beispiel Fatigue scheint hier Sarilumab recht gut zu wirken. Also mit anderen Worten, die antiinflammatorische Behandlung führt zu einer Besserung auf diesen Dimensionen, wirkt also, wenn Sie so wollen, antidepressiv bei vielen Patienten, aber damit ist nicht alles erledigt, denn der Abstand zwischen dieser lila Fläche und dem, was von innen sozusagen herausgearbeitet wurde, ist immer noch ganz schön deutlich. Mit anderen Worten, es ist durchaus so, dass Patienten, obwohl sie gut antiinflammatorisch behandelt sind, noch depressiv sind. Und die Patienten geben dann eine ganze Reihe von Beschwerden an, die sie alle kennen: Freudlosigkeit, Interessenverlust, verminderter Antrieb, Ermüdbarkeit, Gedächtnisstörung, Appetitverlust, Libidoverlust und so weiter. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt rauszufinden, was ist was. Was davon ist Sickness Behavior und was davon ist Depression. Beides überlagert sich ja stark. Gedrückte Stimmung kommt bei beiden vor, Lustlosigkeit kommt vor, Ermüdbarkeit kommt vor. Aber, und das ist jetzt wichtig, nur bei der Depression kommt eine bestimmte depressionstypische, ich will nicht sagen spezifische, aber typische Ideation vor, nämlich Verlust des Selbstwertgefühls, Selbstvorwürfe, Todes- und Suizidgedanken, Ambivalenz, psychomotorische Hemmung und Agitation mit schwerer Schlafstörung ist viel ausgeprägter bei der Depression als bei einfachem Krankheitsverhalten. Aber sonst überlagern sich diese beiden Syndrome ziemlich deutlich. Wie gesagt, meine Vorstellung ist, dass das Sickness Behavior die Depression sozusagen vor sich herschiebt. Aber man muss das trennen, denn das Sickness Behavior werden Sie behandeln können. Bei der Depression werden Sie wahrscheinlich ein Stück weit kommen, aber nicht so weit, dass die Depression bei allen Patienten ganz verschwindet, sondern bei einem Teil der Patienten vermutlich bestehen bleibt. Es gibt geeignete Skalen, um zwischen dem Sickness Behavior und der Depression zu differenzieren. Das sind die Skalen, die Kontamination der Depressionssymptome durch körperliche Beschwerden herausrechnen oder herausprüfen. So zum Beispiel die Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, sehr nützlich. Hier sehen Sie die Fragen, die allesamt auf Ideation abzielen, also auf Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Freudlosigkeit, Antriebsarmut, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Interessenverlust und eben nicht auf körperliche Symptome wie ich fühle mich schwer, schlapp, angeschlagen und so weiter. Das ist eine sehr gute Skala, um Angst und Depression abzugrenzen, zum Beispiel von allgemeinen körperlichen Beschwerden oder gar Sickness Syndrome. Also, diese Skala lässt sich in der Praxis gut einsetzen als Screening-Instrument. Wer über 10 Punkte hat, ist auffällig. Und bei dem muss der Verdacht auf eine Depression gestellt werden. Und dann kann die Schweregradbeurteilung erfolgen, und zwar durch ein Selbstbeurteilungsinstrument wie BDI-2, Beck-Depressionsinventar. Entsprechend angewandt, gibt es Ihnen einen guten Hinweis darauf, ist die Depression leicht, mittelmäßig oder schwer. Und wenn Sie noch mehr machen wollen, dann können Sie mit den Betreffenden die Kriterien der depressiven Episode durchgehen. Und depressiv ist jeder, der eine gedrückte, traurige Stimmung hat, besonders gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit hat und einen verminderten Antrieb. Und dann
die ganzen B-Symptome. Steht in der ICD-10, kann man auch mit standardisierten Interviews abfragen. Geht vielleicht ein bisschen weit. Dritter Schritt, Behandlung einleiten. Wer behandelt eigentlich? Natürlich, Depressionen sollen von Psychiatern behandelt werden, vielleicht von Psychosomatikern oder von Hausärzten mit Erfahrung. Nun haben Sie diese Patienten selbst in der Praxis. Und Herr Gaubitz hat es auch schon gesagt, manche sind müde, von einem zum nächsten Arzt geschickt zu werden. Und es ist auch nicht unbedingt nötig, denn was ein Hausarzt unter Umständen gut kann, können Sie auch oder können Sie lernen. Depressionen werden behandelt, wenn sie etwas schwerer sind, in einer Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie. Aber in der Realität, in der Praxis, wie sieht es da aus? Können Sie zu Psychotherapeuten schicken? Kriegen Patienten einen Psychotherapieplatz? Gut wär's, aber möglicherweise geht das bei weitem nicht so schnell, wie Sie sich das wünschen oder vorstellen würden. Was können Sie selber machen? Sie können selber, und das ist sehr wichtig, erstmal ein Stück Diagnostik machen und Sie können dann auch selber relativ problemlos behandeln mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, wie zum Beispiel Sertralin oder Escitalopram, die gut einsetzbar sind und die wenig Nebenwirkungen haben. Die QT-Zeit sollten Sie vor Einsatz kontrollieren und unter dem Einsatz dann nochmal. Sie müssen die Behandlung natürlich monitoren und Sie müssen natürlich bei der Depressionsbehandlung immer auf Suizidalität achten. Ein weiteres übrigens gutes Medikament, gerade bei Schmerzpatienten, ist Duloxetin. Das ist ein selektiver Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, der sowohl zentral als auch peripher das Schmerzempfinden herunterreguliert. Fazit: Psychische Störungen sind bei der rheumatoiden Arthritis häufig und stellen ein großes Problem dar. Etwa 40-50% der Patienten sind von Depressionen und Angsterkrankungen betroffen. Die Depression unterliegt einer komplexen Genese mit immunologischen, anderen biologischen, überwiegend genetischen und psychosozialen Faktoren. Die Aktivierung des Immunsystems bei der rheumatoiden Arthritis führt zu einem Sickness-Syndrom und das scheint die Depression anzuschieben. Depression und Angst verschlechtern den Verlauf der rheumatoiden Arthritis. Die antiinflammatorische Behandlung der rheumatoiden Arthritis wirkt sich per se schon positiv auf die Depression aus. Zusätzlich ist aber oft eine antidepressive Behandlung notwendig. Und damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin für Fragen gern offen. Professor Arolt, vielen, vielen Dank für diesen hochspannenden Vortrag, der für mich klinische Relevanz und biochemisch-immunologische Zusammenhänge wunderbar dargestellt hat. Ich habe selten versucht, so gut zu verstehen. Ja, freut mich. Und nehme sehr, sehr viel mit. Wir hatten bis gerade eben noch keine Fragen im Chat, haben jetzt dann einige. Ich werde sie mal Stück für Stück abarbeiten. Und ich hätte eine Frage an Sie. Ist es denn für uns im Alltag möglich, wirklich quasi routinemäßig das zu erfragen? Sie haben den HEDS genannt. Sie haben sicherlich spezielle Fragebögen, die Sie als Psychologen, Psychiater nutzen. Wir selbst nutzen oder haben diesen Fragebogen bezüglich der Anxiety und der Depression, PHQ-2 und PHQ-4. Wir haben routinemäßig oft mittlerweile den PHQ-2 mit dem Setting, der es uns erlaubt, ja, bevor der Patient die Tür öffnet, schon erkennen, oh, da könnte ein depressives Potenzial dahinter sein. Und ich habe gelernt, auch da bitte die Rückfrage, dass der PHQ-4 die Angst noch besser mit erfasst und wir da so ein gewisses Screening-Tool hätten. Sehen Sie das so? Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Ja, der Vorteil ist, dass der PHQ sehr gut eingeführt ist in der Rheumatologie und in sehr vielen Studien auf den PHQ rekurriert wird, sodass Sie sehr viele Vergleichsdaten haben. Insofern ist das sicher ein wertvolles Instrument. Das Problem beim PHQ ist, dass es eher ein Instrument zur Messung von Lebensqualität ist und das ist für mein Empfinden vor allem, und das ist der Unterschied zum HEDS, vor allem nicht berücksichtigt, dass bei der Depression die körperlichen Beschwerden, wie zum Beispiel das Gefühl von Müdigkeit, Schlappheit, Erschlagensein, Antriebsarmut oder erhöhter Schmerzempfindlichkeit, von den psychischen zu differenzieren. Verstehen Sie, das ist sozusagen ja in der Depression miteinander amalgamiert. Und deswegen neigen wir dazu, wenn wir so Standardfragebögen geben, neigen wir dazu, die Menge der Depression bei körperlich Erkrankten zu überschätzen,
weil ein Teil der Symptome ja durch die körperliche Erkrankung entstehen. Aber auf den Depressionsskalen werden die als depressionstypisch geratet. Und das heißt, die wirken overinclusive. Und genau das versucht die HEDS zu vermeiden, indem sie eben ganz auf kognitive Symptome abzielt. Das ist der Vorteil der HEDS. Aber Sie können sie auch beide benutzen. Beide sind relativ schnell zu machen bei Patienten. Es können auch helfen. Die Frage ist halt, ob man das immer automatisiert in sogenannte Scoring-Systeme einbaut, in Applikationen, wie wir es zum Teil machen. Das werde ich nachher noch beschreiben. Ja. Ein interessanter Aspekt diesbezüglich. Und eine bekannte betroffene Patientin und Kollegin sagt auch, dass man das halt zum Teil ja selbst gar nicht merken würde, dass man eben in diesem Sickness Behavior oder depressiven Syndrom ist. Das heißt, uns bringen diese Fragen aktiv gestellt eigentlich eine Information, die der Patient uns noch gar nicht geben kann. Ja, vor allem wenn Sie merken natürlich, oder viele Menschen merken natürlich körperliche Beschwerden viel stärker als psychische. Wenn sie auf die psychischen hingewiesen werden, dann sagen sie, ach Mensch, so habe ich ja auch mal gedacht. Aus meinem Leben wird nichts mehr. Wie soll das alles weitergehen? Schaffe ich das alles? Eine Frage auch aus der Routine, wenn Sie onkologische Patienten haben, wir hatten das heute früh ja schon im Thema, zum Thema mit Frau Professor Rieger, kriegen diese Patienten ja automatisch den Vorschlag oder das Angebot zur psychologischen Betreuung zu gehen. Das machen wir in der Rheumatologie nicht. In der ASV ist allerdings die Psychologie automatisch mit dabei. Ist das etwas, was Sie für uns eigentlich auch zwingend anraten würden? Dass jeder Patient mit Neudiagnose einmal ein entsprechendes Setting haben sollte? Sagen wir mal so, das hängt natürlich immer von der Qualität ab. Im Prinzip ja. Im Prinzip wäre es gut. Gar keine Frage. Aber es hängt da natürlich sehr von der Qualität ab, was daraus wird. Wenn Sie zum Beispiel... Deswegen wäre ich auch, was Depressionsbehandlung angeht, etwas zurückhaltend bei Psychologen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Psychologen keine Depressionsbehandlung können. Nur Depressionen, insbesondere schwere Depressionen, sind Erkrankungen, bei denen sich sowohl psychische wie biologische Faktoren ungeheuer eng durchdringen. Bis dahin, wie bei der schweren Melancholie, dass es überwiegend biologische Erkrankungen sind, die aber eben auch durch proinflammatorische Aktivität ausgelöst werden. Und damit können Psychologen nicht zurechtkommen. Psychologen können das diagnostizieren, die können auch Verfahren von Psychotherapie anwenden. Das ist ja in Deutschland bei Psychologen immer mehr Verhaltenstherapie. Das hat seinen Sinn und ist gut und vernünftig, aber es gibt bei Depressionen eben auch noch eine biologische Achse. Oder einen zweiten biologischen Schenkel. Und der muss berücksichtigt werden. Und der und diese und bei leichteren und mittelschweren Depressionen können Sie mit Psychotherapie gut behandeln. Bei schweren nicht. Da brauchen Sie Psychopharmaka. Wahrscheinlich sogar schon bei mittelschweren. Aber da kommt es natürlich auch wiederum darauf an, dass es die richtigen sind. Okay. Noch eine Frage aus dem Chat von Jörg Wendler, einem der erfahrensten Rheumatologen aus Erlangen. Gruß an dich. Ist die zurückbleibende Depression unter ausreichend antiinflammatorischer Therapie, sprich Rheumas, gut behandelt? Wie wir das aus der Schmerzchronifizierung kennen, Zeichen einer neuroplastischen Veränderung, und zwar einer fixierten, weil schnell entstehend und nicht reversibel? Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das weiß ich nicht. Das ist bei Weitem nicht so untersucht, wie das in der Schmerzmedizin ist. Es ist aber so, es kann durchaus sein, dass Menschen bereits in einen Chronifizierungsvorgang in der Depression hineingeschoben worden sind und dann da schlechter wieder rauskommen. Man weiß ja, dass gerade schwere Depressionen zur Chronifizierung neigen und immer schwerer behandelbar werden. Ob das jetzt mit neuroplastischen Veränderungen zusammenhängt, kann ich so nicht sagen. Nun gibt es eine neuroplastische Theorie der Depression, insofern als das bei der Depression die eigentlich zeigt, und da steckt viel hinter, dass bei der Depression eine ganze Reihe von neurotrophen Faktoren heruntergefahren werden, die sich dann erst unter dem Einfluss spezifischer Medikamente oder der EKT oder anderer stimulatorischer Verfahren dann wieder normalisieren. Aber insofern ist es schon so, dass wenn eine Depression chronisch wird, ist sie schlechter behandelbar, und es kann sein, dass die dann trotz antiinflammatorischer Therapie eben nicht so gut anspricht. Da steckt schon was drin, aber es ist bei Weitem nicht so spezifisch erforscht, wie das bei Schmerz der Fall ist. Insofern finde ich das einen ausgesprochen interessanten Gedanken.
Ja, die Herr Arnold, darf ich passt noch auf seine, ganz kurz eine? noch, die passt sehr gut zum Wissen, gleich Professor Trenkwalder, zum Wissen von Jörg Wendler. Und vielleicht ist das die Möglichkeit, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wir haben so viele Forschungsthemen, dass wir die darauf dann auch wirklich immer wieder mal konzentrieren können. Jörg, ich kann dich nur anregen, das zu tun. Professor Trenkwalder. Herr Arnold, ich habe zuletzt mehrere Veranstaltungen mit Herrn Landgräbe hier aus Agatha Ried gemacht und der ist ein großer Verfechter der Bewegung und des Sports in der antidepressiven Therapie. Und wir haben heute keinen Vortrag zur Bewegung und Sport bei Rheuma, aber ich denke, das ist ja auch etwas, diese Patienten in Bewegung zu halten. Würden Sie da eine Brücke sehen? Und welchen Stellenwert hat Bewegungstherapie, Sport, Motivation, Endorphinausschüttung bei Ja, Ihnen in der Depressionstherapie? sehr wichtig. Ich bin Ihnen für den Hinweis dankbar. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich nicht sämtliche Arme der Depressionstherapie hier Okay. enthalten konnte. Aber bei der nicht-medikamentösen Therapie der Depression spielen zwei Sachen eine wichtige Rolle. Die erste und wichtigere ist Sport, Ausdauersport. Am besten viermal wöchentlich 50 Minuten. Das schafft kaum ein Depressiver. Wenn er viermal 30 schafft, ist auch schon viel. Ausdauersport, also schnelles Gehen, brisk walking oder sogar leichtes Joggen, hat einen nachgewiesenen antidepressiven Effekt und wirkt neurobiologisch über die Ausschüttung neurotroph wirksamer Substanzen wie zum Beispiel BDNF. Das weiß man. Der Sport wirkt, wenn man so will, ich sage es mal etwas dramatisch, der durch die Depression angeschobenen Neurodegeneration entgegen. Sehr wichtig. Er hilft also sowohl bei der rheumatoiden Arthritis wie auch bei der Depression, wenn er richtig gemacht wird. Wie gesagt, wenn es Ausdauersport ist und dann, und er dann wirklich auch ganz konstant betrieben wird. Das zweite ist Licht. Beim Spazierengehen, wenn die Leute schon Brisk Walking machen, dann sollten sie vielleicht, ich sage es jetzt mal so ein bisschen aus der Lameng, aber es steckt einiges dahinter, dann sollten sie alle halbe Minute in den blauen Himmel schauen, sodass der blaue Himmel auf die Retina fällt. Das ist wichtig. Es gibt Menschen, und das sind mehr als man denkt, die sind besonders lichtempfindlich. Das sind nicht nur die paar mit der Winterdepression, sondern das sind doch eine Menge an Depressiven, denen man durch Lichttherapie helfen kann. Und deswegen gibt es in vielen Depressionsabteilungen eben auch spezielle Lichtquellen, vor die Patienten gesetzt werden. Und hier hilft es eben, wenn man schon rausgeht und Ausdauersport macht, was man sollte, dann wirklich alle halbe Minute in den möglichst blauen Himmel gucken. Naja, in Münster geht es im Moment nicht, aber in Bayern wird das Wetter vielleicht wieder besser sein. Also ich kann nur dick unterstreichen, Sport ist wichtig und gut. Ich würde den Gedanken gern aufnehmen, Professor Trenkwalder. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja auch in der Rheumatologie eine etwas ruhige Gruppe Sport und Bewegung in der DGAH, in der ich auch Mitglied bin. Und das ist ein Themenansatz, den wir auch in unserem Zentrum mittelfristig umsetzen wollen, dass wir das Thema Sport, Bewegung haben. Und auch, ich darf erinnern an einen Vortrag von Kollegen Severin aus Düsseldorf, der eben auch die Daten brachte, dass selbst High-Intensity-Sport für die rheumatologische Erkrankung eben durch sie bestätigt, auch durch die psychiatrische oder psychologische Erkrankung hilfreich sein wird, wo ich glaube, sie deuten mehr auf die Ausdauersportarten Ja. hin. Ne? Das ist bei Rheuma eher nicht so. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann übergebe ich an Sie, Professor Trenkwalder, für den letzten Teil des Symposiums. Und zwar aus Österreich. Deswegen finde ich es jetzt ganz spannend, dass wir auch unterschiedliche Länder hier haben. Und zwar von Doris Wolf. Die psychoneuroimmunologische Forschung zeigt durchaus sehr positive Ergebnisse psychologischer und psychotherapeutischer Behandlung auf biologischer Ebene. Jetzt muss ich das kurz sagen. Das war der eine und den anderen Teil, das habe ich gerade verwechselt, ist, dass die medikamentöse Depressionsbehandlung die psychosozialen Belastungen nicht alleine reduziert. Da ist es sei State of the Art. Immer der Psychotherapeut, klinische Psychologe, in Österreich wird es Psychorheumatologie genannt, hinzuzuziehen. Und eventuelle Nebenwirkungen der Psychopharmaka können Beeinträchtigungen in Bezug auf Sexualität sein, die ja für die Lebensqualität auch wieder förderlich ist. Ich habe das jetzt unbewusst zusammengefasst. Ja. Entschuldigung. Ihr abschließender Kommentar Ist dazu. eine ganze Menge. Also, Standard ist bei nicht leichten, sondern mittelschweren und schweren Depressionen Psychotherapie plus Pharmakotherapie. Und es ist völlig richtig, dass antidepressiv wirksame Medikamente
die psychosozialen Konfliktsituationen der Patienten keineswegs lösen. Die können sie vielleicht ein bisschen mildern, weil es den Patienten etwas besser geht und sie nicht in bestimmte Fallen tappen, aber lösen tun sie die nicht. Die müssen da gelöst werden, wo sie entstehen, und das schafft die Psychotherapie, ganz klar. Daher ist diese Kompensation so wertvoll. Auch ist es so, dass die Effekte der Psychotherapie offenbar zeitüberdauernder sind als die Effekte der pharmakologischen Therapie. Setzen Sie also beides ab, dann ist der Effekt der Psychotherapie zeitüberdauernder. Keine Frage. Was die Psychoimmunologie angeht, kann ich nur sagen, es gibt Hinweise darauf, dass eine erfolgreiche psychotherapeutische Behandlung bestimmte positive oder, ja, wie soll ich das sagen, positiv klingt so komisch, aber bestimmte eher nützliche Veränderungen im Immunsystem hervorbringt. Aber diese Hinweise sind noch recht schwach, nach allem, was ich weiß. Es gibt sie aber. Ein spannendes Feld. Herr Professor Arold, ja. Ich glaube, wir haben alle sehr viel mitgenommen in Theorie und auch in Praxis. Vielen Dank dafür.